herzlich willkommen zurück bei Silent Hill. Heute, denke ich, wird es die letzte Aufnahmesession. Heute bringen wir das Ganze zu Ende. Das habe ich mir heute vorgenommen. Ich habe extra mein irisches Glücks-T-Shirt angezogen und mir mein Elixier des Lebens Cola geholt. Das heißt, ich meine es wirklich ernst, wir bringen das heute hier zu Ende. Aber das letzte Mal hatten wir absolut keinen Plan, was zu machen ist. Ich hatte Zeit, ein bisschen nachzudenken. Ich glaube, es ist 2 Tage oder so her, dass ich gezockt habe. Also das Einzige, was für mich irgendwie Sinn ergibt, ist irgendwas mit diesem Rätsel, mit diesen ganz vielen Ziffern. Mit den ganzen Buchstaben. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir damit vielleicht irgendwie was anfangen können. Deswegen wollte ich mir nochmal hier diese Platten angucken, ob da irgendwas ist, was mir weiterhelfen kann. Hier steht geschrieben, Namen sind in eine Steinplatte gemeißelt. Die Liste vom Sensenmann. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe geordnet nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad. Sie erwarten der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Okay. Ich will nochmal das. Also eigentlich klar, wir sollen die Namen an der anderen Tafel nach jung und alt ordnen. Das habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwo den Zettel habe. Scheiße, ich glaube, den habe ich weggeschmissen. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Das verstehe ich nicht ganz. Anzahl der Köpfe, vielleicht Anzahl der Köpfe, also so viele, wie es da an Personen gibt, so viele Buchstaben oder sowas vielleicht. Irgendwie so. Vielleicht, also das mit den kompletten Namen einzugeben, hat ja nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen das ja irgendwie anders machen. Der Ansatz war ja schon mal nicht schlecht. Das ist eine Schiefertafel. Ja, okay. Da sind die Namen. Mit den jeweiligen Alter. Okay. Vielleicht, wenn man einfach nur die beim Nachnamen oder so die Buchstaben nimmt. Wir haben einmal 18, das ist der jüngste mit L. Dann haben wir Findlay, F. LF, LFB, LFB, M, W. Okay, das muss ich mir merken. LF, LFB, FM. Oder? Doch, nee. LF, LFB, MF, LFB, MF. Mal gucken, ob das funktioniert. LF. B M hätte ja sein können, na gut, dann halt nicht. Was kann man da noch ausprobieren? Was kann man noch machen? Albert Lords, Lydia Findlay, Edward C. Briggs, Roberta T. Morgan, Trevor F. White. Okay, rückwärts oder so, das vielleicht vom Anfang die Buchstaben 18a, dann 35 L A L 38 E Ale Alert. Oh mein Gott, das hört sich nach was an. Oh mein Gott. Alert. Es kann doch kein Zufall sein, dass es sogar ein Wort da gibt. Oh, habe ich ihn hier zweimal gerückt? Scheiße. Oder ich glaube, ich habe nämlich zweimal auf einen. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal, bitte. Ey, wenn das jetzt nicht ist, dann weiß ich ehrlich nicht, was man noch ausprobieren kann. Alert. Alert, alert, alert. Oh mein Gott! Ja, es hat funktioniert! Okay, ganz cool. Nochmal kurz Leben auffrischen. Okay, ich habe leider keine Gesundheitsdrinks, dann lasse ich's. Aber reloaden auf jeden Fall. Und durch die Tür gehen. Mal gucken, was wir hier haben. Keine Gegner? Was ist das? Nichts Nützliches. Okay, da muss ich mir kurz einen Schluck aus meiner Siegesflasche gönnen.
liebe es. Mein Arzt hat mich süchtig gemacht nach Koffein. Ich gebe ihm die Schuld dafür. Ich habe nämlich angeblich hier niedrigen Blutdruck. Und deswegen soll ich, meinte der Arzt von wegen, ja, du musst mehr Koffein nehmen oder so. Damit ich halt ein bisschen fitter, ein bisschen wacher bin und so. Und nicht ständig so bin. Und da dachte ich mir, ja gut, dann fängst du halt an, ein bisschen Cola zu trinken. Vorher habe ich nicht wirklich Cola getrunken. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen auf dem Trip. Harry? Oh oh. Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive, even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them. Please. Harry? Was war da los? Ey, sorry, dass der Ton da gerade so gespackt hat. Aber was war das? Ist sie da? Wo ist sie denn jetzt? Oh Gott, da liegt was. Du hast ein Tagebuch auf dem Boden. Bitte den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist so unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige, will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten, selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein, zum Krankenhaus. Fühle mich schlecht, muss erbrechen, aber nichts kommt heraus. Erbrechen der Galle. Blut und Eiter fließt aus dem Wasserhahn in der Toilette. Versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Okay, ich glaube, das ist Lisas Tagebuch. Liegt hier vielleicht auch was? Okay, abgefahrene Scheiße, ich habe echt Gänsehaut bekommen. Was ist denn mit ihr passiert? Oh, echt krass. Aber es nervt mich echt, dass der Ton so ein bisschen abspackt. Okay, was kann ich jetzt damit anfangen? Amulett von Salomon. Das Amulett ist ein sternförmiger Gegenstand mit 6 Ecken, benannt nach dem Magier aus der Antike. Emblem des Merkur, die Schlange im Symbol für Quecksilber, versinnbildlicht die Alchemie. Okay, das kann ich nur benutzen. Ich dachte, ich kann die vielleicht kombinieren oder so. Ich glaube, in dem Teil kann man auch gar nicht kombinieren. Von daher ist das ein bisschen dumm. Was kann ich denn damit jetzt anfangen? Kann ich vielleicht in den obersten Stock und damit was anfangen? Okay. Das war echt krass. Das hätte ich nicht jetzt so erwartet. Na gut, ich gehe nochmal in den dritten. Schauen wir mal, ob wir damit was anfangen können.
Boah, war hier die Musik immer so krass? Irgendwie spackt der Ton gerade sehr. Ich glaube, ich kümmere mich kurz um dieses Problem, bin gleich wieder da. So, ich hoffe, es läuft jetzt besser mit der Aufnahme. Ich habe ein bisschen die Einstellungen runtergedreht und jetzt sollte das Ganze ein bisschen besser laufen. Okay, sieht wie ein Altar aus. Vielleicht können wir hier diese Symbole benutzen. Okay, nein, vielleicht was anderes. Nein. Nein, na gut. Vielleicht bei den Bildern. Alter, diese Musik, die mache ich. Ist Licht für die Zukunft. Warte mal, was ist da auf dem Bild? Okay. Vielleicht hier eins dieser Zeichen. Scheiße. 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 Oh. Oh. Okay. Das male ich mir kurz ab. Einen Moment. Wo habe ich denn hier meine ganzen Sachen? So. Zack, jetzt noch einen Stift. Okay. So. 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 Okay. Das habe ich. Können wir das auch beim anderen machen? Weil das scheint mir doch richtig zu sein. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Okay, ja, ja. Nochmal Kamera. Bam! Das schreiben wir uns auch gleich auf. Okay, so. 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 Ich glaube, das sind hier die, die wir hier eingeben müssen. Das ist, jedenfalls ist das das Einzige, was für mich Sinn ergeben würde. Okay, boah. Hier soll das so. Zack, zack. Hier soll das so sein. Zack. Und hier ein Kreuz. Der Ton spackt immer noch. Oh yeah. Sehr gut. Jetzt noch auf der anderen Seite. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriege ich das mit dem Ton nicht hin. Ich habe es eigentlich schon recht weit runtergestellt, aber es will einfach nicht besser werden. So, hier muss das hier so ein Pfeil sein. Soll das den ganzen, ja doch, das muss den ganzen runter, glaube ich. So soll das sein. Und hier ein umgedrehtes L. Ja, sehr gut. Okay. Keine Gegner. Vogelkäfigschlüssel. Das ist doch gut. Dann können wir endlich diesen scheiß Vogelkäfig öffnen. Oh, endlich ist dieses scheiß hohe Gefüge weg. Das hat nämlich mal richtig genervt. Keine Gegner? Was ist das? Das ist ein Lesezeichen. Weiße Claudia. Ganzjähriges Kraut, das sich in der Nähe von Gewässern findet. Erreicht eine Höhe von 25 bis 40 cm. Längliche Blätter, weiße Blüten. Samen enthalten ein Halluzinogen. Antiken Quellen zufolge wurde es bei religiösen Zeremonien verwendet. Der halluzinogene Effekt war ausschlaggebend dafür. Okay. Das ist also, aus dieser White Claudia wurde diese Droge hergestellt. Da liegen noch Bücher auf dem Boden. Kann ich das auch lesen? Nee, anscheinend nicht. Na gut, lesen wir das hier mal.
Dasselbe. Ermittlungen festgefahren. Bitte für die da immer noch auf vollem Fuß. Ja, ja, okay. Herzversagen. Das andere. Sie ist ziemlich alt. Großbrand in unserer Stadt. 6 Häuser zerstört. Verkohlter Körper von Alessa Gillespie. 7 im Anschluss gefunden. Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Nach den Ermittlungen war der Brandherd im Keller des Gillespie-Hauses. Brand höchstwahrscheinlich durch Versagen eines veralteten Heizungskessels verursacht. Das Datum des Brandes fällt auf demselben Tag, an dem wir Cheryl gefunden haben. Surprise, surprise. Okay, das kann ich nicht lesen. So, jetzt, genau, wir haben ja den Vogelkäfig-Schlüssel gefunden. Dann können wir jetzt ja mal... Oh, ich konnte hier schreien. Oh, diese Musik macht mich auch echt fertig. Oh, das kriegst du mir gar nicht. Boah, das nervt ja mal richtig mit dem Ton. Ich kann gleich nochmal versuchen, noch mehr die Waffenherstellung runterzustellen als jetzt schon. Vielleicht hilft das ja in irgendeiner Art. Aber irgendwie bezweifle ich das. So, mein lieber Vogel, mein Vögelchen. Jetzt wirst du freigelassen. So, habe ich den Schlüssel. Zack. Auf damit. Sehr gut. Schlüssel des Farleck. Dann können wir jetzt, glaube ich, die Tür hier vorne öffnen. Perfekt. Gegner retten. Retten, Gegner. Kommt schon, kommt schon. Hallo? Ah, ich wusste es doch. What the fuck? Warum könnt ihr mich angreifen? Kann ich die überhaupt töten? Das sind doch die kleinen Kinder. Ich speichere mal vorher. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das habe ich mal bei meinem Vater gesehen. Da war irgendwas Böses. Ein Glied fehlt in der Kette. Das ist der Dolch des Melchior. What the fuck? Wow. Bam! Bam! Ich wusste es, das hier kann weg, das scheiß Heft. Je länger Harry einen Gegner anvisiert, desto höher die Treffsicherheit mit der Funktion. Ja, egal, was hilft mir das denn jetzt? Okay. Ich wusste doch, das habe ich irgendwo mal gesehen. Das habe ich schon irgendwo mal gesehen. Oh Gott, das hat mir gerade einiges an Zeit gerettet. Okay, aber wie mache ich... Na gut, dann muss ich das hier irgendwie anders schließen wahrscheinlich. Vielleicht mit dem Vertragsring? Yeah. Zack. Habe den Vertragsring verwendet. Sehr gut, dann können wir jetzt auch den scheiß Dolch nehmen. Dann nimm den Dolch. Ja. Ha. Tja, jetzt wird das nichts. Aha. Wait, wait, wait.